Herzlich willkommen zur Videoreihe Tech Tip Basic. In unserem heutigen Video erklären wir Ihnen die Ausrichtung und den Aufbau einer PV-Anlage. Lassen Sie uns gemeinsam die wichtigsten Fachbegriffe der Photovoltaiktechnik erkunden. PV-Anlagen nutzen die unerschöpfliche Energie der Sonne, um umweltfreundlichen und erneuerbaren Strom zu erzeugen. Die Ausrichtung und Neigung der PV-Anlage sind entscheidend für dessen Effizienz. Auf der Nordhalbkugel ist eine Ausrichtung der PV-Module nach Süden ideal, da die Sonne aus südlicher Richtung kommt. Diese Ausrichtung maximiert die Sonneneinstrahlung und damit die Energieerzeugung. Dächer mit Ost- oder Westausrichtung fangen morgens bzw. abends mehr Sonnenlicht ein. Dies kann in bestimmten Anwendungsfällen, wie zum Beispiel bei einem höheren Energiebedarf am Morgen oder Abend, vorteilhaft sein. Generell erzeugen PV-Anlagen mit Ost- oder Westausrichtung weniger Strom als südlich ausgerichtete Anlagen. Auf der Nordhalbkugel ist die Nordausrichtung am wenigsten vorteilhaft, da die Sonne hauptsächlich aus südlicher Richtung kommt. PV-Module auf Norddächern erhalten deutlich weniger direktes Sonnenlicht, was die Energieproduktion erheblich reduziert. Trotzdem ist die Planung und Ausrichtung von PV-Modulen von einer Vielzahl von Faktoren abhängig, darunter bauliche Vorgaben, die Größe und Zusammensetzung der Anlage sowie das verfügbare Budget. Angesichts der fallenden Preise für PV-Module kann dennoch die zusätzliche Installation von einer PV-Anlage auf der Nordseite des Daches sich lohnen. Besonders im Winter kann jede erzeugte Kilowattstunde von Bedeutung sein. Neben der Himmelsausrichtung ist der Neigungswinkel der PV-Module entscheidend. Ein optimaler Winkel sorgt dafür, dass die PV-Module über das Jahr verteilt möglichst viel Sonnenlicht einfangen können. Der Neigungswinkel ist auch von der Himmelsrichtung abhängig. Grundsätzlich ist aber in Deutschland ein Neigungswinkel von 20 bis 40 Grad optimal. Als Bonus kann ein Neigungswinkel ab ca. 12 Grad dazu beitragen, dass Regenwasser besser abfließt und dabei Schmutz und Staub von den Modulen spült. Dies reduziert die Notwendigkeit manueller Reinigung und erhöht die Effizienz. Die Verkabelung von PV-Modulen bezieht sich auf die Art und Weise, wie die einzelnen Module in einer PV-Anlage miteinander verbunden werden. Ein String ist hierbei eine Gruppe von PV-Modulen, die in Reihe geschaltet sind. Durch die Reihenschaltung summieren sich die Spannungen der einzelnen Module auf. Jeder Wechselrichter hat eine Mindest- und Maximalspannung, die erforderlich ist, damit er ordnungsgemäß funktioniert. Die Verkabelung muss sicherstellen, dass die Gesamtspannung der Strings diese Grenzen einhalten. Daneben gibt es auch den Begriff Polystring. Der Begriff Poly kommt aus dem Griechischen und bedeutet viel. Die Installation von Polystrings bezeichnet die Parallelschaltung mehrerer identisch konfigurierter Strings mit gleicher Modulanzahl, um eine einheitliche Spannung über alle Strings hinweg zu gewährleisten. Für eine optimale Leistungsfähigkeit und Effizienz des Systems ist es außerdem ratsam, ausschließlich Module des gleichen Modells zu nutzen oder solche mit signifikanten Abweichungen in den Leistungswerten auszuschließen. Im Gegensatz zu einzelnen Strings, die eine gleiche Ausrichtung der Module erfordern, erlauben Polystrings eine flexible Anordnung. So können beispielsweise Strings auf unterschiedlichen Dachseiten parallel geschaltet werden. Dies beeinflusst allerdings die Spannung der Strings nur geringfügig. Vielmehr schwankt die Stromstärke sehr, was aber bei parallel verschalteten Strängen wiederum nicht relevant ist, da die Ströme sich aufsummieren. Natürlich vorausgesetzt, dass der maximale Eingangsstrom des Wechselrichters nicht überschritten wird. Ein weiterer Vorteil der Polystring-Konfiguration ist die Möglichkeit, durch sorgfältige Planung die Anzahl benötigter Wechselrichter zu reduzieren, was die Anschaffungskosten der Anlage reduziert. Die Reinschaltung der Module in einem String bedeutet, dass der Stromfluss durch jedes Modul im String verläuft. Wird ein Modul teilweise verschattet, verringert sich seine Fähigkeit, Strom zu generieren, was die Stromproduktion des gesamten Strings reduzieren kann. Der Grund dafür ist, dass in einer Reihenschaltung der gesamte Stromfluss durch das leistungsschwächste, also am stärksten beeinträchtigte Modul begrenzt wird. Moderne PV-Module sind jedoch mit Bypass-Dioden ausgestattet, um die negativen Auswirkungen der Verschattung zu minimieren. Diese Dioden ermöglichen es, dass der Strom um das verschattete Modul herumgeleitet wird, wodurch die restlichen Module im String ihren Strom bei nahezu Nennleistung weiterleiten können. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Bypass-Dioden zwar die negativen Effekte der Verschattung auf die Stromerzeugung mindern, sie aber nicht vollständig eliminieren können. Die Leistungsfähigkeit des Gesamtsystems kann durch Verschattung weiterhin beeinträchtigt werden, da die Energieproduktion des umgangenen Moduls verloren geht. Bei Polystrings stellt Verschattung eine besondere Herausforderung dar. Sobald im Polystring ein Teilstring verschattet wird,
beeinflusst dies auch die Leistung des nicht verschatteten Teilstrings. Der unbeeinträchtigte String reagiert so, als wäre er ebenfalls verschattet, was die Verluste durch Verschattung im Vergleich zu einer ausschließlichen Reinschaltung potenziell verdoppeln kann. Deshalb lautet eine wichtige Empfehlung: Module, die durch externe Einflüsse wie Bäume oder benachbarte Gebäude potenziell verschattet werden können, sollten nicht in einem Polystring integriert werden. PV-Module werden auf Schrägdächern auf einem Schienensystem montiert. Für den Ertrag spielt es grundsätzlich keine Rolle, ob die Module horizontal oder vertikal installiert werden, solange keine Verschattung da ist. Bei Verschattung kann die eine oder andere Orientierung der Module sinnvoll sein, um zu verhindern, dass alle Teilstrings im Modul verschattet werden. Die baulichen Gegebenheiten wie Dachfläche, Dachgauben oder Schornsteine können aber die Installationsart beeinflussen. Oft wird horizontal installiert, damit die Schienen auf mehreren Dachsparren installiert werden können. Die Planung und Auslegung von PV-Anlagen stellt einen komplexen Prozess dar, bei dem zahlreiche Faktoren berücksichtigt werden müssen, um ein effizientes und wirtschaftliches System zu entwerfen. Manuelle Berechnungen, insbesondere die Berücksichtigung von Verschattung und Temperaturveränderungen über den Tag und das Jahr hinweg, sind aufgrund der Komplexität nahezu undurchführbar. Zur Unterstützung dieses Prozesses gibt es unsere spezialisierte Softwarelösung SMR Sunny Design. Sunny Design berücksichtigt umfassend alle relevanten Aspekte der Systemauslegung vom Beginn bis zum Abschluss des Projekts. Ein herausragendes Merkmal von Sunny Design ist die Möglichkeit, Verschattungen mit minutengenauer Präzision zu simulieren. Dies ermöglicht eine genaue Einschätzung, inwiefern Module über das Jahr verteilt verschattet werden, was eine fundierte Entscheidungsgrundlage bietet, ob sich die Installation eines Moduls unter gegebenen Umständen lohnt oder nicht. Darüber hinaus vereinfacht die Software das Planen und Vergleichen von Strings und Polystrings erheblich, indem sie die Möglichkeit bietet, Ertragsunterschiede effektiv zu analysieren. Sie unterstützt auch bei der räumlichen Planung auf dem Dach, indem sie aufzeigt, wie viele Module maximal installiert werden können und welche Leistung dadurch erzielt werden kann. So lassen sich die Anzahl der Module und die Gesamtleistung optimal an die Anforderungen und Gegebenheiten anpassen. Vielen Dank, dass Sie unser Erklärvideo zur Ausrichtung und zum Aufbau einer PV-Anlage angeschaut haben. Wir hoffen, dieses Video hat Ihnen bei Ihren Fragen geholfen. Weitere Videos der Serie TechTip Basic finden Sie auf unserem YouTube-Kanal.